Grüezi miteinander und herzlich willkommen von Stefan am Zürichsee. Unsere beiden Gäste begrüße ich jetzt dann gerade hier, den Marcel. Er ist Kitesurfer und Pilot. Und Silvi, seine Frau, sie war im Schönheitsbusiness und hat dafür gesorgt, dass die schönen Frauen noch schöner werden. Was die beiden erlebt haben und es dazu gekommen ist, dass sie von einem Tag auf den anderen alles hergeschmissen haben, das sagen sie gerade als Erstes. Ja, ich habe das internationale BWL-Studium abgeschlossen und hauptsächlich mit der Sprache Französisch. Ich war zuerst im Bereich Media tätig für die Marke Biotherm und Cacharel und Guy Laroche und habe dort vor allem Printmedien betreut. Ich habe dann also nach 6 Monaten eine recht hohe Position im Merchandising bekommen und das hieß, ich habe sehr viele Mitarbeiter unter mir gehabt und also wirklich sehr viel Verantwortung in relativ kurzer Zeit. Ich bin Linienpilot von Beruf und die Leidenschaft ist, oder die Freude, sage ich mal, ist eigentlich das Erfahren von der dritten Dimension. Man hat es zu tun mit Natur, man hat eine gute Übersicht, man bewegt sich um unseren Globus und natürlich auch Zusammenspiel mit dem Team, mit den Menschen. Es kam sehr schnell, kamen auch so immer so Ad-Hoc-Meetings. Ah ja, abends um 8 kam meine Chefin rein und hat gesagt, oh, morgen früh, oh, ich habe dir vergessen zu sagen, da kommen die großen Manager aus Paris und wir haben Meetings und das und du musst noch schnell die Deko machen. Und auch die Zulieferanten, die haben Tag und Nacht für uns gearbeitet. Also es war wirklich abnormal, würde ich sagen, ja. Im Jahr 2001 ist dann die Krise gekommen, die alle kennen, das Grounding. Ich habe es auch als Chance gesehen, habe mich bei 40 Airlines beworben und bin dann auf Umweg nach einem Jahr grounded bin ich dann zu den Germanwings gekommen. Also ich bin auch ein Perfektionist und möchte alles immer 150%ig machen und das man verlangt dann aber auch. Also meine Chefin hat dann immer mehr von mir abverlangt und ich habe gemerkt, ich werde dem nicht mehr gerecht und ich habe wirklich dann irgendwann auch einen Nervenzusammenbruch bekommen. Bei den Germanwings sind wir sehr streng geflogen. Wir haben oft 13, 14 Stunden Tage sogar gehabt, von Check-in bis Check-out. Das hat dann einen Schokoriegel und ein Sandwich gegeben. Natürlich ein Kulturschock nach einer Airline wie Swiss Air damals war. Und ich wusste, ich werde da nicht sehr lange bleiben und habe dann nach 8 Monaten gekündigt. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit den beiden Gästen. Herzlich willkommen nochmal bei uns. Marcel, du hast in einer schwierigen Situation dort ins Blaue rausgekündigt. Wie ist es dann weitergegangen? Es ist sehr schnell weitergegangen. Ich habe in einer Gewissheit gekündigt, dass das gut kommt, dass das nicht richtig ist, dort, wo ich bin. Ich habe, wie gesagt, die Kündigung abgegeben. Ich bin effektiv die Stege abgelaufen und mein Telefon hat geläutet. Und da war Sri Lankan Airlines am Telefon und hat mich an ein Interview nach Dubai eingeladen, was ich natürlich sehr gerne angenommen habe. Du hast auch genauso schnell, ist für dich klar gewesen, jawohl, das ist es. Das war Fügung. Ich dachte, das muss so sein. Mhm. Genau. Ich finde es eben noch erstaunlich, weil auf der einen Seite könnte man sich fragen, wäre nicht ein anderer Ort vielleicht attraktiver gewesen, also nichts gegen Sri Lanka. Und vielleicht auch die asiatischen Airlines auch zu dieser Zeit. Das hast du dir alles nicht so überlegt. Ich habe mich an vielen Orten beworben, aber vor allem bei Airlines, die irgendwo am Meer Das war das Kriterium. Ich habe gemerkt, ich hatte so einen Wunsch, einmal in meinem Leben am Meer zu leben. Mein Vater war auch Pilot damals, hat gesagt, suchst du dir eigentlich die Airlines nach dem Surfen oder nach dem Meer aus? Und das musste ich mit Ja beantworten. Und da ist Sri Lanka eben auch reingefallen. Ich habe mich bei Air Mauritius in Tahiti, so Ort, habe ich mich beworben. Du hast am Anfang, so wie beiläufig erwähnt, das Telefon, das da kam, ist so wie eine Führung für dich oder Fügung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert hast. Also hast du den Eindruck, dass das auch vom Glauben her du auch geführt wirst im Leben? Absolut, ja. Ich habe auch in dieser Zeit, ich wusste, das ist eigentlich nicht mein Ort. Ich war viel auch alleine gewesen, oder? Im Hotel gewohnt dort in Köln. Und ich habe viel Zeit, stille Zeit mit Gott verbracht, auch im Bibelstudium. Und habe so einfach die Gewissheit erlangt, dass der Weg sich wird ebnen und einfach gemerkt, in dem Moment stimmt jetzt das nicht mehr für mich. Es muss irgendwie anders weitergehen. Und ich habe auch gemerkt, ich muss die Tür zumachen, damit ein anderer wieder aufgehen kann. Und ich habe es schon gigantisch gefunden, wie das Timing innerhalb von 2 Minuten das Telefon geläutet hat. Es hätte ja auch vorher läuten können. Das ist wirklich sehr speziell.
Und genau. Dann geht es auf Sri Lanka. Und ihr habt ja euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt und habt nicht gewusst, dass ihr werdet sie zusammenfinden. Ja. Das sind ja die ganz speziellen Sachen. Genau. Silvi, bei dir, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, du bist in deinem Job ja auch nicht sehr glücklich gewesen. Du bist sehr mit hohem Tempo unterwegs gewesen, bevor du dann alles abgebrochen hast und auch in Richtung Sri Lanka gegangen bist. Was ist das? Sag noch mal etwas über die Zeit. Bist du nahe bei einem Crash gewesen, bei einem persönlichen? Ja, also ich bin wirklich eines Morgens am Wochenende heulend im Bett gesessen und habe gewusst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, jetzt muss ich auch kündigen. Jetzt muss ich wirklich was ändern in meinem Leben. Und bei mir war es eben die Suche nach mehr. Der Sinn im Leben wirklich, also nur Cremes zu promoten und zu verkaufen, die anscheinend schöner machen und Parfums, die noch toller riechen und so. Ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Das hat sich ja dann irgendwo auch, ist ja voll in die Richtung gegangen. Es ist ja recht überraschend auch eine Tür aufgegangen in Richtung einem Kinderwerk in Sri Lanka. Jetzt sind wir wieder bei Sri Lanka. Aber völlig eine andere Tätigkeit. Jetzt gleich, was hat dich dann gereizt? Also ich wusste nicht, dass das mit Sri Lanka wirklich kommen wird. Ich habe mich wirklich leiten lassen. Ich habe das bei einer Konferenz, wo ich noch in der Firma war, dann Ende meiner Arbeitszeit dort, habe ich das meinem Kollegen erzählt. Der war natürlich geschockt, mein engster Kollege, dass ich jetzt so ins Blaue kündige und das kann ich doch nicht machen. Und meine ganzen Freunde und Bekannte haben gesagt, ja, was ist mit deiner Altersvorsorge? Das war das größte Problem so. Die haben gesagt, ja, und in dem Moment hat mich das alles nicht interessiert. Und er hat zu mir gesagt, er war eigentlich auch der Schlüssel zu dem Ganzen, muss ich sagen. Er hat gesagt, ja, wenn du da ins Soziale willst, ich habe gesagt, ich möchte in Non-Profit. Ich kann das Wort Profit nicht mehr hören. Ich möchte wirklich was, ja, man kann Marketing auch in einem Non-Profit-Bereich machen. Ich habe gedacht, vielleicht gehe ich zu einer großen Organisation, mache dort das Marketing oder Merchandising. Und er hat mir wirklich die Tür geöffnet. Er hat gesagt, ich habe ein Kind adoptiert aus Sri Lanka. Ich wusste das nicht, obwohl wir 2 Jahre lang zusammen gearbeitet haben. Und ich habe ein Kinderhilfswerk gegründet, vor viele, viele Jahren. Adoptiveltern, die zusammengekommen sind. Und wir haben ein Kinderheim in Sri Lanka, das wir finanzieren. Wäre das denn was für dich? Dann habe ich gesagt, super, das ist genau das, was es jetzt braucht. Weg, weit weg von allem und wirklich mal, ja, was ganz anderes. Also vom wirklich Profitdenken in dem Sinn zum Non-Profit-Bereich. Das Herz für Kind, das hast du ja eben immer wieder auch erlebt, dass das vorkommt in deinem Leben. Also ich habe das im Nachhinein immer gespürt, wenn ich auf Reisen war. Mich haben immer die Kinder so sehr berührt, die Straßenkinder da in Thailand und in Indonesien, wo ich überall war. Und das hat sich wirklich, also das merkt man dann ja erst im Nachhinein, wie der Kreis sich schließt. Als ich dann dort in dem Kinderheim saß, also ich sollte 3 Monate dorthin ein Praktikum machen, das war mein Plan. Und ich bin damals da runtergeflogen und habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, hey, das ist es, ich bin angekommen. Marcel, bist du in Sri Lanka angekommen? Hast du dort als Pilot gearbeitet? Ist es auch klar gewesen, es bleibt dabei? Oder hast du schon andere Überlegungen gemacht, dass du es sonst noch könntest anstellen mit deiner Zeit? Ja, also ich bin nach Sri Lanka gekommen durch Fügung, sehe ich, so wenn ich zurückschaue. Und bin dann dort gewesen und habe mich sehr schnell dort wohlgefühlt und es gut gehabt und können anfangen zu kiten und zu fliegen. Das war eigentlich alles gut gewesen. Aber ich habe mich dann schon gefragt, warum? Warum bin ich jetzt da? Warum hat mich jetzt Gott so daher geführt? Und in Gebet, in stiller Zeit, habe ich angefangen zu suchen und zu hören. Und irgendwann ist die Vision, hat sich herauskristallisiert, dass ich einen Ort schaffen möchte, am Meer, wo sich Menschen mit Leidenschaft für Natur, für Wassersport, also auch in speziellen Kiten, begegnen und das können leben. Und wo auch Gott als solches und das Göttliche erfahrbar und spürbar wird. Und in dem Sinn, wo es einen positiven Einfluss haben auf alle Beteiligten, also auf die Angestellten, auf die, die kommen als Gäste und auch die Bevölkerung im Dorf. Und natürlich auch fürs Environment, also die Umwelt, die dort ist, die ja in diesem Land nicht sehr ein hohes Bewusstsein genießt. Ist dir klar gewesen, wo? Das soll Nein, genau das war stattfinden. Natürlich nicht klar. Das war einfach so eine diffuse Idee. Aber ich hatte natürlich das Privileg, dass ich oft an der Küste von Sri Lanka entlang geflogen bin.
und konnte da schauen, wie das da aussieht und habe die wunderschönen Strände gesehen. Dann haben sich zwei Orte herauskristallisiert und ich sagte, da müssen wir her. Und das war noch die Zeit vor Google Earth. Ich habe einfach Bilder gemacht und dann mit Karten, die wir gekauft haben, haben wir dann versucht herauszufinden, wo ist das etwa, und die Strassen versucht zu finden, um dort herzukommen mit den Jeeps. Also dort war nichts, außer Strand und Palmen? Palmen und ein paar Geissen, ja. Und Strand. Ja. Genau. Ja. Aber sonst gar nichts, keine Infrastruktur? Nichts, ja. Gar nichts. Und dann, am Anfang sind wir dort her und mit dem Zelt, haben dort einfach, mit einem Kollegen zusammen dort und anfangen zu kiten und irgendwann gemerkt, das ist es, das ist der Ort. Genau. Und dann ist auch der Name Elements ist dann entstanden. Man überlegt, wie nennt man das Ding, oder? Und dann ist so, dass so die Elemente, das Sein in der Schöpfung, ist dann so vordergründig geworden. Und dann ist der Name Elements entstanden. Und aus dem heraus, nachher heute heisst das Elements Resort. Die Einheimischen, wie haben die reagiert? Haben die das lustig gefunden? Jetzt kommt da ein Schweizer, der gar nichts ist. Und macht da einfach etwas. Hast du Widerstand gehabt? Nein, gar nicht. Also am Anfang haben wir, das erste Mal, als wir gekitet sind, gerade 100 Leute schauen, was läuft da. Oder? So zwei komische Weisse mit irgendwelchen Schirmen da, was machen die? Und aus dieser Faszination war im Dorf selber ein grosses Wohlwollen eigentlich gewesen. Aber juristisch und organisatorisch ist das Ganze nachher sehr schwierig geworden. Und so hat sich von dieser Ursprungsidee einfach so ein Open House, ein offenes Haus zu kreieren, ist das immer grösser geworden. Bis man am Schluss gesagt hat, man muss das über das Board of Investment abwickeln und mit einer zweiten Firma und mit Anwälten. Und am Schluss hat es geheißen, man muss viel Geld investieren, also 500.000 investieren mindestens, und muss einen Projektplan haben. Und dann ist die Frage gekommen, machen wir es oder machen wir es nicht? Und für mich war das klar, das machen wir. Und so hat es nachher die Form und das Gesicht von einem klassischen Resort, Resortanlage, hat es dann bekommen. Du bist auch dran geblieben. Das Kinderhilfswerk war, glaube ich, in den Anfängen. Ja. Mit was für Herausforderungen haben Sie dort vor allem gekämpft? Ja, also ich war einfach allein. Mhm. Ich war einfach allein vor Ort auch und konnte die Sprache nicht und habe mich dann ja nach den 3 Monaten im Heim entschlossen, dass ich bleibe. Ich bin kurze Zeit zurück nach Deutschland, habe dann alles eingepackt, Auto verkauft etc. Bin dann wirklich dann for good, also nach Sri Lanka. Das war im Dezember 2003. Und dann hatte ich so den Auftrag vom Vorstand in Deutschland, die Vision, die Organisation vor Ort zu gründen. Und wie bei Marcel jetzt, war es bei mir wirklich auch sehr schwierig überhaupt mit den ganzen Ministerien. Ich hatte keine Ahnung, wo muss ich hin und so. Aber ich habe doch immer Menschen getroffen, die mir weitergeholfen haben, muss ich sagen. Wenn man zurückschaut, denkt man immer, oh wow, wie hast du das eigentlich geschafft damals? Aber ich glaube, es ist wirklich die Vision, die einen dann so antreibt, trotz Hürden und Barrieren und alles, was einem so in den Weg gelegt wird. Aber es ging bei mir noch relativ smooth, muss ich sagen. Also es ging noch recht gut. Es war auch die Zeit vor dem Tsunami, muss ich ganz klar sagen. Da war es noch relativ einfach, eine Organisation zu gründen. Und so haben wir dann im Mai 2004 habe ich die Friends Kinderhilfe gegründet in Sri Lanka, habe die Registrierung bekommen und das war natürlich ein großer Meilenstein für die Organisation. Und ich denke, du hast auch sehr viel geschafft. Du bist eigentlich von einem Business weggekommen, wo du brutal viel geschafft hast und da jetzt auch wieder. Ja, also ich meine, vom Regen in die Traufe, könnte man sagen. Aber was war anders in dir drin? Ja, natürlich der Sinn. Der Sinn wirklich zu sehen, einfach nur diese Kinder zu sehen. Sie haben mich Aki genannt. Das war schon so was. Aki heißt auf Englisch große Schwester. Ich war für sie nachher eben nicht mehr die Fremde, sondern wirklich die große Schwester. Und wenn ich dort war, also einfach die Kinder, das Lachen in den Gesichtern von den Kindern. Es waren alles Kinder, die verlassen wurden oder verwaist oder ja. Also wirklich auf der Straße zum Teil von der Polizei dann aufgegriffen wurden. Und wenn man einfach spürt, dass man den Kindern eine Zukunft geben kann. Das ist schon Silvi, sehr du hast gesagt, vor dem Tsunami sei es einfacher gewesen, so ein Hilfswerk zu gründen. Und der Tsunami hat alles verändert. Ja. Was hat es denn genau verändert? Also ich war mir vorher wirklich nicht sicher, bleibe ich in Sri Lanka, rein aufgrund von meinen finanziellen Mitteln. Und habe mich dann eigentlich schon anderweitig beworben gehabt und so bei anderen Hilfswerken und war dann zum Heimaturlaub zu Weihnachten in Deutschland und dann ist eben der Tsunami passiert.
Also du hast das im Fernsehen miterlebt? Nein, ich habe Freunde gehabt, ja, auch im Fernsehen. Aber ich habe natürlich Freunde gehabt, die mich angerufen haben am Morgen, Tsunami. Und ich wusste überhaupt nicht, was ist los. Und wir sind dann wirklich zu Hause, haben wir schon Sachen gesammelt. Und die Leute haben wirklich bei uns vor der Haustür das Zeug abgeliefert. Das war krass. Und ich bin dann ziemlich schnell wieder runtergeflogen. Nach 3 Tagen habe ich meinen Flug vorgelegt. Ich habe es richtig abgezogen. Ja, absolut. Ich habe gewusst, jetzt muss ich dort sein und bin dann runter. Und da wirklich, also in dem ganzen Tohuwabohu habe ich wirklich Leute, die ich kannte, denen ich vertraut habe, habe ich gesagt, möchtest du für mich arbeiten, möchtest du für mich arbeiten? Wir waren ein Team von 4, 5 Leuten, haben Tag und Nacht da Relief Items, also Sachen. Auf Deutsch? Ja. Hilfsmittel und ja, Hilfsgüter. Gepackt, wirklich im Büro bis zur Decke. Alle eingeladen in den LKW und runter in den Süden. Und so ist eigentlich das Hilfswerk wirklich nachher ja, richtig entstanden, hat Strukturen angenommen. Und heute haben wir inzwischen 14 Projekte gemacht. Mit dem Fokus auf Bildungshilfe für verarmte Kinder, Straßenkinder, verlassene Kinder. Also ganz verschiedene Bereiche. Wir haben Kinderheime, Patenschaftsprogramm, wir haben verschiedene Kindergärten, die wir gebaut haben, ausgestattet haben. Und ja, sind jetzt auch seit einigen Jahren im Norden, im ehemaligen Kriegsgebiet tätig. Noch zurück zu dem Ereignis von dem Tsunami, die riesen Wellen, was da gegeben hat. Du warst am Strand, im Gegensatz zu der Silvi, die zu Hause war, am Strand, wo das passiert ist. Ja, also mein Haus war in der Nähe vom Strand. Und mir hat ein Kollege angerufen aus dem Süden. Hey Marcel, da schwemmt die Autos durchs. Und dann ist es abgehängt. Und dann dachte ich, was ist jetzt das für ein komischer Anruf? Und kurz darauf ein anderer Kollege, der mir angerufen hat, there is some wave coming, also da kommt eine Welle. Und dann hat es bei mir geklingelt, da ich wusste, das ist ein Tsunami. Und habe ruckzuck meine wichtigsten Sachen gepackt. Ich wusste, ich habe ein paar Minuten Zeit. Und meinem Butler habe ich gesagt, er soll das Boot frei machen und wenn das Wasser kommt, einfach auf die Lagune rausfahren. Und ich habe das Auto evakuiert und noch Kokosnüsse eingekauft und bin mal richtig Landesrand einwärts gefahren, bis ich dann auf dem Höhenmesser gesehen habe, bei 50 Meter über Meeresspiegel. Und dann habe ich mal angehalten. Und dann ist es wirklich etwa 15 Minuten gegangen und dann ist eine riesige Karawane nachher gekommen. Und alle Leute mit Sack und Pack sind ins Landesinnere. Ich merke, du funktionierst auch in diesen Situationen wie ein Pilot. Die Checkliste, Kokosnüsse-Posten, das machen, ja. Das machen. Ist so ein Szenario in deinem Kopf gewesen? Also hat man mit so Ereignis gerechnet dort auch? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das war so eine Reaktion gewesen, einfach. Ja. Überlebensinstinkt. Marcel, du hast die Vision zu dem Kite Resort und wir haben jetzt ein paar Mal darüber geredet, das Hin und Her, die Schwierigkeiten, bis es einmal so weit war. Und jetzt sind wir natürlich alle gewundert, uns mal ein paar Bilder anzuschauen, wie es dort aussieht. Sehr gerne. Faszinierende, spezielle Bilder, die wir hier gesehen haben. Ihr beide, also du bist speziell jetzt gerade auch mitgegangen. Schlägt wirklich euer Herz dafür, das merkt man schon. Wie weit bist du oder sind ihr bei der Realisierung von dieser Vision, die du ursprünglich gehabt hast? Also ich würde sagen, den Rahmen haben wir dem Ganzen bereits geben können. Wir haben das zwar aus der Ferne aufgebaut, und eröffnet und anfangen zu operieren. Und es sind viele Strukturen sind da. Aber es fehlt jetzt noch der Geist in der Mitte des Ganzen. Also das, wo wir berufen worden sind dafür, das fehlt eigentlich noch im Moment. Ich kann das noch mal ein bisschen ausdeutschen. Könnt ihr das noch mal ein bisschen ausdeutschen? Was heisst der Geist, der fehlt? Also ich habe ganz oft in den letzten Jahren, ich bin ja jetzt 7 Jahre in der Schweiz aufgrund von Marcel, habe ich immer wieder im Gebet wirklich die Lagune, wo Elements liegt, immer wieder vor mir gesehen. Immer wieder. Und ich habe zu Marcel gesagt, hey, das ist ein Zeichen von Gott, wir müssen wieder dorthin. Ohne uns
Es ist ein schönes Resort. Menschen sind begeistert, die hinkommen, aber es kommen auch viele Menschen hin, die auf der Suche sind. Genau wie wir damals. Mhm. Und die wirklich, man merkt, die sind offen. Und ja, das gibt uns aber genau die Plattform, dort auch wirklich Menschen berühren zu können und von Gott erzählen zu können. Und das ist das, wo wir dann gesagt haben, ja, es braucht uns eigentlich vor Ort. Also die Verbindung, Natur, Element, die Elemente, die wir aufgezählt haben, ja, plus Sinn, ja, mein Platz im Leben, eigentlich, mhm, sind genau die Themen, mhm, die ihr hattet. Ihr seid ja beide aus einer ähnlichen Geschichte, auch aus einer ein bisschen unzufriedenen Arbeitssituation auf Sri Lanka gegangen und haben euch ja irgendwann kennengelernt. Ihr seid ja mal eine Zeit lang Nachbarn, mhm, gewesen. Mhm. Wo und bei welcher Gelegenheit hat es denn gefunkt? Ganz kurz, ich habe die Türfalle schon in der Hand gehabt und mich bei ihr schon verabschiedet. Und ich hatte bereits meinen Job wieder in der Schweiz und wir haben uns einfach noch mal getroffen. Und in letzter Sekunde hat sie ein paar wichtige Worte zu mir gesagt. Ja. Nein, die wollen wir jetzt gerne zitieren aus dem Gedächtnis. Also es war wirklich so, er stand wirklich schon im Türrahmen und mir hat es recht mögen, wo er gesagt hat, ich gehe wieder in die Schweiz. Und ich habe gefunden, hey, warum beschäftigt mich das jetzt so? Eigentlich sollte mich das nicht so beschäftigen. Und in dem Moment ist es wirklich wie von Gott geführt. Und da muss ich sagen, ich habe damals Gott noch nicht so gekannt. Mhm. kamen mir die Worte, es ist gut, dass du gehst. Ich und dann hat er mich angeschaut und hat nur gesagt, ja, wie meinst du das jetzt? Dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt habe ich was gesagt und jetzt okay. Genau. Und dann ist es wirklich so ins Rollen gekommen und dann, ja. Ja, dann sind wir zusammengekommen und genau. Leider Gottes ist er wirklich dann gegangen. Ne? Er hat den Job gehabt in der Schweiz und für mich war es eigentlich ein völliges Ding, so eine Möglichkeit, dass ich Sri Lanka verlasse. Ich habe mein Herz dort gehabt, wirklich, oder immer noch, und es war für mich wie Heimat und war da wirklich voll etabliert und die Vorstellung, Sri Lanka zu verlassen, war also für mich ganz schlimm und auch für mein Team, ja. Nach so vielen Jahren, wir waren ein super Team bei Friends und ich weiß noch, wo ich das meinen Kollegen gesagt habe, die waren wirklich minutenlang sprachlos. Aber gell, wo die Liebe hinführt. Ja, genau, wo die Liebe hinführt, ist, ja, ist eben manchmal nicht einfach, ja, so ein Satz. Du hast bei Marcel etwas gesehen, glaube ich, wo, also, weil du das so angetönt hast vom Glauben her, mhm, wo dich speziell angesprochen hat. Mhm. Du bist ja eigentlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hast ja ganz viele so christliche Brüche kennt, aber vielleicht nicht, mhm, so eine persönliche, ja, Beziehung dazu. Genau, ich bin sehr traditionell, ja, christlich aufgewachsen, würde ich sagen. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, wie sich das so gehört. Ja, klar, ich habe auch wirklich gute Erinnerungen an die Zeit zur Konfirmation und mein Pfarrer und so, aber ich habe wenig mit Gott in Berührung gekommen in der Zeit, aber ich habe immer gespürt, auch im Nachhinein, mich hat was geleitet. Und damals habe ich immer gesagt, es ist meine innere Stimme. Ich habe extrem auf mein Herz, auf meine innere Stimme verlassen und jetzt würde ich sagen, es war der Heilige Geist und auch eben die Entscheidung, mit dem Marcel zusammenzukommen, war wirklich auch absolut innere Führung. Es war ein großer Schritt für uns beide, glaube ich. So. Ein Jahr Fernbeziehung und die war schwierig. Das Jahr war schwierig. Und ich habe immer gemerkt, er hat so eine Ruhe und er hat so, schöpft so aus so einer Quelle, aus so einer Kraftquelle, wo ich gemerkt habe, das habe ich nicht. Die habe ich nicht. Und er hat zu mir immer gesagt: Ja, lies doch mal in der Bibel. Oder ich weiß, es wird dir auch gut tun, vielleicht. Mhm. Ist er so vorsichtig gewesen? Ja. Nein, ich habe ihr gesagt, also sie ist wirklich mit der Energie am untersten, ja, Zacken gewesen. Und ich habe ihr gesagt, was du bräuchtest, ist eine Quelle. Ja. Und so eine Quelle, wie ich sie erfahre, aus dem Glauben. Und das habe ich ihr einfach versucht, mhm, zu sagen, einfach, ja, mhm, aus Liebe und Respekt ihr, mhm, gegenüber als Person. Und, aber sie hat mich also hart herausgefordert mit den Fragen, die sie mir gestellt hat. Was hast du zum Beispiel für Fragen gehabt? Ja, zum Glauben. Warum braucht es, ja, Jesus? Ja. Warum braucht es Jesus? Warum braucht es Vergebung? Und ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ja, und genau. Ich habe ihn wirklich stark herausgefordert, auch noch nach der Zeit. Ich bin dann ja nach einem Jahr mit Sack und Pack in die Schweiz gezogen. Und mhm, er hat auch, ja, ist jeden Sonntag wirklich in die Kirche und so, was für mich vorher überhaupt kein Ritual war. Und, ja, hat wirklich seinen Glauben gelebt und so. Und ich habe aber in der Zeit schon, wo ich auch noch in Sri Lanka war, sehr häufig dann zur Bibel gegriffen. Und habe wirklich, also der Durst nach mehr und der Durst nach Gott war einfach dann auf einmal da.
Du hast vorhin erzählt von deinen offenen Fragen, die du hast, unter anderem, warum Vergebung, warum braucht es überhaupt Vergebung und warum Glauben an Jesus Christus. Hast du da Antworten bekommen, die für dich befriedigend waren? Ja, also nicht sofort, aber ich habe dann wirklich so immer mehr Interesse daran entwickelt und wie gesagt, Marcel stark herausgefordert in diesen Fragen. Und ich bin eines Nachts, er war auf der Langstrecke unterwegs, ich war allein zu Hause, bin ich wirklich bis um 3 Uhr morgens vor meinem Laptop gesessen und habe gegoogelt, Vergebung, Sünde. Warum bin ich Sünder? Ich bin doch ein guter Mensch, oder? Und ja, einfach der Begriff Sünde, dass man einfach nicht in einer Beziehung mit Gott lebt, oder? Dass Gott wirklich eine Beziehung mit uns möchte und dass wir deshalb in Sünde leben. Das hat mir dann eingeleuchtet. Und weiter die Vergebung ist auf einmal wirklich, hat es bei mir Klick gemacht. Also nicht sehr spektakulär zu Hause vor dem Laptop, aber es hat bei mir wirklich auf einmal Klick gemacht und ich habe auf einmal verstanden, ja. 2010 sind wir zurückgekommen. Von Sri Lanka, Umzug in die Schweiz, eben all die Schwierigkeiten. Hat es euch nicht völlig verrissen, das Hin und Her, der Kontakt zu Sri Lanka, Projekte dort, Aktivitäten, die man unternimmt, aus der Ferne, zwischen ihnen einmal runtergehen, aber doch dann da sein. Ist das nicht eine ständige Zerreissprobe? Ja, definitiv. Also es war wirklich ein Leben zwischen zwei Welten, die ganzen letzten Jahre, vor allem dann jetzt noch mit 2 Kindern. Mhm. Am Anfang war es noch einfacher, bin ich wirklich regelmäßig nach Sri Lanka geflogen, konnte ja zum Glück günstig fliegen, das war noch ein großer Vorteil. Aber da aus der Ferne ist man oft wieder, kommt man Sachen viel zu spät mit über, man ist ein bisschen Feuer löschen, man hat viel, man ist einfach nicht eigentlich am Puls von der Sache selber. Und das ist eigentlich so schön, dass es da ist und ich bin da aufgewachsen und ich liebe die Schweiz, aber das hat das Ganze einfach eine Schwierigkeit ins Ganze hineingebracht. Hat auch eine gewisse Zuspitzung gegeben. Ihr habt viel geredet über solche Sachen, nehme ich jetzt mal an. Genau. Und habt jetzt einen Entscheid getroffen. Wie sieht der aus? Also der ist wirklich ganz frisch? Der ist ganz frisch, ja. Der ist in langer Vorbereitung, aber vor 2 Tagen ist es eigentlich zum Durchbruch oder zur Umsetzung gekommen, dass jetzt klar ist, dass wir in 3 Monaten werden unseren Lebensmittelpunkt als Familie wieder nach Sri Lanka verlegen. Und ich werde für die Airline dort fliegen, aber dass wir werden können präsent sein dort vor Ort. Und die Fortsetzung ist jetzt auf jeden Fall sichergestellt. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zeit. Und jetzt auch für die Vorbereitung wieder darauf hin. Danke vielmals. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Mehr dann am Montagabend am 8. auf Radio Live Channel. Und wir verlosen 5 Bags von wiederverwerteten Kites, gesponsert von Face Kiteboarding. Wenn Sie Interesse daran haben, schreiben Sie uns bis zum nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Wochenende lade ich Sie zum Start von einer Serie mit Alin Baumann «Abenteuer leben», da geht es um Fernweh. Und in 2 Wochen treffe ich mich zu einem Sommerpicknick mit der Carmen Fake. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.